direkt, direkt komplett übertrieben hier auf Hecht. Da springt da auch schon der kleine Hecht. Auf Hecht an alten Festungen, zack, mit Jerkbait. Und ich habe gerade einen Jerk einfach auch nochmal ein bisschen komplett übertrieben ausgerüstet mit mega großem Haken. Wenn wir doch schon die dicken Hechte fangen wollen, dann nehmen wir doch auch dickes, fettes Jerkbait-Setup. So, jetzt müssen wir erstmal natürlich wieder ins Gieren reinkommen. Da steht es. Und dann ballern auch immer mal wieder die Hechte rein. Und damit die auch noch so richtig schön groß werden, dann nehmen wir natürlich auch die richtig schön großen Köder. Also die größten Köder, die es so gibt. Und das sind eben die Jerkbait-Köder. Leider eben auch nur zu verwenden auf der Jerkbait-Route, also dem größten, fettesten Spinning-Setup im Game. So, raus damit. Boah, brutal. Und mit dem Teil ziehen wir jetzt hier schön durch. Ich habe jetzt hier einen der selbst gebastelten Jerks. Und zwar den größten Jerk. Und das ist so ein 170er. Gucken wir uns gleich nochmal an. Mit extra großen Haken. Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen testen. Jetzt sollen hier gerade wieder die Hechte ganz gut laufen. An der alten Festung. Unten hier an der Brücke. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie führt man so ein? Ich habe den vor ein paar Tagen schon mal verwendet. Oben auf 2167. Der klassische Karpfen- und Amur-Spot. Da auch da sind ja immer wieder die Hechte aktiv. Und dann habe ich den einfach mal durchgeleiert. Und man sieht das ganz gut. Der wackelt die ganze Zeit so hin und her. Und genau da unten, man kann da hier machen, Führung mit Zwischenstopp. Auch eine Möglichkeit. Also einfach wieder durchziehen, kleine Pause machen. Ich mache meist so 4-5 Umdrehungen. Pause, warten. Und dann irgendwann muss man aber wieder rein, weil es haut eben, also diese Führung geht automatisch irgendwann weg. Und dass man dann einfach vorher nochmal wieder reingeht. Bisschen ziehen und wieder ein bisschen stoppen. Auch das kann übelst triggern. Aber das ist halt jetzt wieder mal die Frage, was triggert den Hecht? Auf was hat er Bock? Wir gucken uns mal eben kurz an hier, was wir da haben. Das ist er hier. Der Wooden Jerk. Normales Ding. Und ich muss sagen, so ein 6-0er Meereshaken-Alden, der schmeckt schon ganz gut. Der schmeckt schon ganz gut. Vorher hatte ich die normalen drauf hier mit 4-0, die sind deutlich kleiner und jetzt so ein 6-0er. Da kann ich mir aber mal so ein 20 Kilo Hecht drauf vorstellen. Dementsprechend dick bin ich auch unterwegs hier. Oh nee. Siehst du, zum Glück habe ich wieder rausgezogen. Ich war gerade mit der Spinning-Route noch unterwegs. Aber ich gehe ja hier einfach ein bisschen dicker rein. Wobei, so ganz dick muss ich gar nicht hier. Wir haben ja hier nur eine 18er Bremse. Ja, komm, wir gehen aber trotzdem auf Stahl rein hier. 45 Kilo Stahl. So, gib ihm. Auf der Spinning-Rute hatte ich gerade mit Topwater auch schon probiert, auch schon ein bisschen was gefangen. So, das geht natürlich auch. Wenn du mit der Spinning unterwegs bist und noch kein Jerkbait kannst und Spinning und Hechtangeln allgemein dich interessiert, hier gibt es nochmal ein Video zum Hechtangeln an der alten Festung oder wie man Hechtangeln angelt an der alten Festung. Da einfach mal rein, zack, da ist er. Einfach mal reingucken. Schön für die Basics. Oha. Überleg mal. Der war doch bestimmt seitlich gehakt, ey. Als ob hier auf dem 6-0er Haken so ein kleiner Barsch dann reinballert, die Monster, ey. Ja, jetzt ist genau, da kommt er an. So der Rattenschwanz, so zack, 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 zack. Na, so ein bisschen wiggelt er, aber auch nicht so richtig, ne? Also, da muss ich jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumprobieren. Und jetzt haben wir natürlich auch noch gerade wieder Mittagszeit. Ne? Also Hechtzeit am besten Morgenstunden und dann Abendstunden. Also, ich sag mal von morgens 5. Zwischen 5 und 6 Uhr geht es auf einmal los. Dann endet es irgendwann zwischen 11 und 12 oder es wird deutlich weniger. Und zack. Und meist geht es dann so ab 16 Uhr auch wieder los. Alter, nochmal ein dicker Barsch. Hör doch mal auf, ey. Was die Barschi hier auf diesen Köder ballern. Was ist mit euch? Komplett übertrieben. Ich bin gerade ganz zufrieden damit. Ich habe halt vom Austauschen der Nordmeer
Köder, also bei dem der Nordmeerhaken, an den Pilkern, an den normalen Pilkern, sind halt ganz viele 6-0er Haken. Und die tausche ich zum Teil aus durch und ersetze sie durch bessere. Und die reichen dann aber, glaube ich, hier ganz gut auch fürs Hechtangeln noch. Das heißt, man hat jetzt einige 6-0er übrig. Das ist schon mal ganz praktisch. Nachdem ich jetzt zuletzt für die normalen Spinner, auch für die selbst hergestellten Kunstköder schon wieder über 5000 Silber ausgegeben habe, nur für Drillinge, für Kunstköder. Da sind jetzt, boah, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Silber schon nur in Drillingen. Aber es gibt eben auch so viele Köder im Kunstköderbereich, die man eben alle ersetzen muss, ne? Weil die normalen Haken sind meist nicht so nice, auch von der Tragfähigkeit. So, oha, genau getroffen, ey. Ziehen wir einfach mal rein. Das wäre auch eine Möglichkeit, einfach mal durchleiern nochmal. So, jetzt haben wir es hier schön ein bisschen bewölkt. 13 Uhr. Schon wieder. Das ist aber auch tricky hier, ey. Trickshot angeln, ich sage dir. Und da geht einer rein, ein kleiner, direkt hier vorne. Andere Möglichkeit übrigens auch. Anstatt Jerkbait, so, gehen wir mal da hinten hin. Statt Jerkbait, einfach wie gesagt hier mit Topwater-Ködern, gucken wir uns auch gleich nochmal eben an. Topwater zum Beispiel, die schäbigsten Köder im Game. Die gucken wir uns auch gleich mal eben an. Funktionieren auch immer wieder ganz gut. Was heißt Topwater? Das sind Wobbler sogar. Das ist noch nicht mal Topwater, genau. Das sind Wobbler, Kategorie Wobbler. Aber die verhalten sich fast wie Topwater. Naja, nicht so ganz. Gucken wir uns mal eben an. Hier muss ich es gleich nochmal ein bisschen rumprobieren in Richtung Abendstunden. Und wir nehmen, nee, wir nehmen Ette hier. Und dann nehmen wir hier die schäbigsten, die Ugly. Die hier. Ja, Mann, Ugly Fellow. So, mein schäbiger Freund. Dann mal raus damit. Die wiegen natürlich nicht viel, deswegen maximal auswerfen. Und hier auf dem Setup habe ich auch schon umgebaut. 30 Kilo Stahlvorfach. Und das Coole ist, bei denen, hier kann man relativ langsam sogar reingehen. So, man sieht es, glaube ich, da oben. Oder wir gucken gleich mal, wenn er näher dran ist. Der geht nur ganz flach runter. Das ist einer, der eine ganz flache Tauchtiefe hat. Und der geht quasi direkt an der Oberfläche entlang oder direkt unter der Oberfläche. Und das ist natürlich auch richtig, richtig nice für Hechte. Das triggert halt richtig, richtig gut. Wir gucken gerade nochmal eben rein. Details. Genau, Kategorie Wobbler. Gar nicht mal so groß und Tauchtiefe 30 cm. Das ist es halt. Puschelhaken müssen hier gar nicht drauf. Das habe ich noch von vor Jahren. Müssen gar nicht drauf. Könnte man also auch ändern. Und die gehen eben auch hier hoch bis zum 2-0er Haken. Und das wäre, glaube ich, auch sinnvoll. Also da werde ich irgendwann nochmal 2-0er Haken drauf machen. Denn diese funktionieren eben auch immer wieder ganz nice hier. Die Ugly Fellow. Achso, ich wollte ja zeigen, wie die halt runtergehen. So, hier vorne. Und wir machen quasi auch hier für die Führung. Ich bin die ganze Zeit im Twitchen drin. Einfach nur einmal drehen. Zack. Zack. Und dann geht er wieder hoch. Zack. Und diese ganz leichte Bewegung nur. Und der geht eben ganz flach an die Oberfläche. Und auch da heißt es dann natürlich wieder ein bisschen die Farben testen. Was funktioniert hier gut? Was ist genau das Richtige für die Wetterbedingungen? Also große Haken dran machen, komplett übertrieben hier für den Hecht. Die größten Haken, die draufgehen, denn wir wollen ja auch einfach die größten Hechte fangen. Und beim Hecht gehen eben auch, ähnlich wie der Barsch, haben wir ja gerade gesehen, selbst auf einen 6-0er Haken ballern da manchmal die winzigen Viecher drauf. Und wenn wir auch sind auf die dicken Hechte, dann müssen es auch die dicken Haken sein. Na siehste, da geht auch ein bisschen was hier. Nochmal wieder umgewechselt jetzt. Wir haben es jetzt kurz nach 3 Ingame-Zeit oder kurz vor 4 schon. Und jetzt hier nochmal auf Jerkbait. Und ich habe nochmal die großen 170er Jerks ausgepackt. Auch hier gerade eben nochmal schnell umgebaut auf die 6-0er Haken. Und jetzt hier einfach schön durchgieren. Und ja,
Gerade auch nochmal, wie gesagt, die andere Farbe jetzt in Verwendung. Ich muss sagen, das passt ja super, ey. Das passt ja sensationell von der Hakengröße. Da bin ich ja richtiger Fan gerade von. 6-0er Haken auf die handgemachten hier. Super Dingen. Und da ist auch schon wieder einer drauf. Oh nee, schon wieder ein Barsch. Alter, was ist mit den Barschen hier heute los, ey? Warte mal ab. Da ist noch Barsch-Trophy hier. Auf den dicken, fetten Jerk. Na, gehen hier vorne auch. Ich muss nochmal tatsächlich ein bisschen probieren. Ich habe so lange nicht rumgejerkt. Ich glaube, zuletzt hatte ich hier immer, genau, Tempo 30 sogar nur, ne? Tempo 30 war sonst immer. Und dann lang durchleiern und dann, genau, so war das. Dann müssen wir bloß mal gucken, dass wir im richtigen Winkel stehen. Dann kommt das Gieren. Aber auch eigentlich nicht zu hektisch, ne? Oh, na siehste, geht doch. Und da kommt eine schöne Hechtmudi reingeballert hier. Zack, jawohl, 3,5, die wollen wir haben. Hatte ich ja auch schon im letzten, was ändert sich mit dem Hecht sozusagen, Video. Verlinke ich auch nochmal. Da hat sich ja ein bisschen was getan bei den Preisen, bei den Hechten. Also Hecht lohnt ja, und zack, der nächste. Hecht lohnt ja mittlerweile, ne, schon wieder ein Barsch, wa? Lohnt ja mittlerweile nochmal richtig. Super nice. Oh ja, ich glaube, der Köder hier, der könnte was geben. Wenn man so ein paar Mal durchgiert. Und zack, der nächste. Jawohl. Schön da hinten bei den Seerosen. Da triggert's. Sehr nice. Komm ran hier. Bisher sind sie von den Größen jetzt ganz gut hier auf den Köder. Der nächste. Das ist doch nicht so schlecht. Also, das Guide hier. Köder testen. Und jetzt vor allem mit dem ganzen selbstgemachten. Letztes Video kann ich auch noch verlinken. Und zwar zum Kunstköder herstellen, Balsaköder, Holzköder. Wer es noch nicht gesehen hat, da geht es dann um die letzten Prozente bei der Kunstköderherstellung. Und dann kommt man eben auch hier auf die Jerkbaits. Nein, sieht schon ganz geil aus. Was ich aber auch noch testen will, ist blau. Denn wir haben es gerade, ah nee, jetzt kommt gerade die Sonne wieder raus. Wir hatten es gerade so bewölkt. Bei bewölktem Wetter funktioniert blau auch meist oder immer mal wieder ganz gut. Und deswegen nehmen wir jetzt hier, wo die Sonne gerade wieder rausgeht, bleibe ich hier bei dem bunten mit der Barschfärbung. Und jetzt sind ja hier auch gerade so viele Barsche am Ort. Vielleicht triggert das ja zusätzlich den Hecht. Also schön nochmal durchleiern hier. Vielleicht ballert ja hier sogar die Hecht-Trophy an der alten Festung nochmal rein. Das wär's natürlich, ne? So. Und nochmal schön da hinten an die Kante. Und dann durchleiern komplett durch das Grün hier. Oder dran vorbei zumindest. Na, aber ich bin noch nicht so... Doch, zack. Ich bin aber noch nicht so richtig drin in der Jerk-Bewegung. Also mehr Übung auf Jerk. Und selbst wenn es hier an der alten Festung ist, da geht es auch immer wieder ganz gut. Zack, komm ran hier. Also einfach hier unten an der alten Festung und natürlich auch letzter Spot hier oben. Auch hier werde ich es nochmal testen. Auch immer wieder richtig gut. 21,67, also hier in diesem Bereich. Und wo ich schon mal hier unten bin, auch hier. Hier sind ja überall diese abgestorbenen Bäume. Also auch da lohnt es sich immer wieder. Das sind, glaube ich, so die drei Main-Spots für Hecht an der alten Festung. Petri Lümmels, rausgezogen die Hechte. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr live auf Twitch und YouTube. Bis dahin.